nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. I know, man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, so ending. So, ich bin in Manila angekommen. Und wenn man aus Dubai kommt und nach Manila kommt, ist das echt, das ist nicht normal, wirklich. Mega krass. Ich zeig euch das mal. Also hier kann man jetzt noch nicht so viel sehen, aber auf der Fahrt hierhin so heftige Sachen schon gesehen, aber da werde ich euch noch ein bisschen mitnehmen. Ja, auf jeden Fall kann ich mal wieder nicht so früh einchecken. Es ist jetzt 8 Uhr. Ich fahre jetzt in einem Mall, trinke ein bisschen Kaffee, spiele ein bisschen am Handy rum und dann werde ich mich ins Bett legen und 15, 18, 22 Stunden schlafen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag aus Manila. Heute ist Tag Nummer 2. Gestern bin ich angekommen, aber wirklich nicht mehr viel gemacht. Ich war nur noch ein bisschen was essen, trinken. Einmal in der Mall. Ansonsten habe ich wirklich den ganzen Tag geschlafen. Ja. Und heute bin ich jetzt erstmal unterwegs. In Manila. Guck mir das mal ein bisschen hier an. Habe meine Unterkunft um einen Tag verlängert. Morgen fahre ich dann nach. Morgen fliege ich dann nach Cebu, morgen Abend. Und da bleibe ich dann erstmal ein bisschen. Manila ist auf jeden Fall echt krass, riesengroß, super modern. Im inneren Kern, im Finanzdistrikt. Im Financial District und außerhalb Armut pur. Also ich bin schon viel draußen gewesen in einigen Ländern. Oh, an manchen Ecken hier würde ich echt nicht alleine rumlaufen wollen. Überall Security, überall Menschen mit Waffen, die aufpassen. Ich denke, 2 Tage reichen für mich in Manila definitiv. Und dann freue ich mich auch schon auf Cebu. Und dann geht es ein bisschen ans Meer, ein bisschen chillaxen. Ja, ansonsten guckt euch den Rest einfach an, es wird gut. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie viel. Dass hier eine Menge Armut herrscht. Jetzt zeige ich euch mal das komplette Gegenteil. Jetzt gehen wir in die Venice Mall und dann gucken wir uns die mal an. Denn ich glaube, so wie ich das gehört habe, haben die den Kanal aus Venedig einfach hierher gelegt. Aber ja, Kino, alles Mögliche. Venice Grand Canal Mall. Gucken wir uns jetzt mal an und dann schauen wir, wie es weitergeht. Hey. Leute, und das, was ihr jetzt seht, alles mitten in Manila, ne? Ich sehe immer so viele Leute, dass das hier nur so ein Drecksmoloch ist und hier gar nicht erst herkommen sollte. Aber für ein paar Tage lohnt es sich definitiv. Deswegen kann ich euch nur sagen, kommt vorbei und schaut rein. Thank you. I'm so full, thank you very much. Auf jeden Fall mal ganz schön, sich das anzugucken.
weiß gar nicht, wie groß das hier ist, ob das hier noch komplett einmal rumgeht. Aber es sieht gar nicht so klein aus. Da kommt man auf jeden Fall nicht weiter durch. Das heißt für mich upstairs. So, das ist jetzt hier ein Platz, wo damals die ganzen Kriegsgefallenen aus Amerika ein Kreuz bekommen haben. Einfach eine Erinnerung an diese unschöne Zeit. Das gehe ich jetzt mal besuchen. Natürlich ruhig, natürlich vernünftig. Und ja, ich werde die Kamera versuchen mit reinzunehmen ins Museum und so, aber ich denke, so viele Aufnahmen kann ich von drin nicht machen. Aber hier draußen sieht das auch schon echt gigantisch aus. Und wenn man das mal so vor Augen sieht, ist das echt traurig, was alles so im Leben schon in dieser Welt alles schon so passiert ist. Ich kann euch mal ein paar Kreuze zeigen. Jedes einzelne Kreuz ist eine Person, die hier damals gefallen ist. Es hört einfach nicht auf. Ich weiß gar nicht, wo es anfängt, wo es wieder aufhört. Also wirklich, da ist der Financial District hinter mir. Da ist alles wunderbar, alles clean, alles groß, alles. Ja, und dann kommst du hier um die Ecke, nicht weit weg, da wo mein Hotel ist. Da sieht es echt schon ganz anders aus, aber ja, könnt ihr gucken. Man geht ein paar Meter und es sind einfach verschiedene Welten. Interessant, spannend, irgendwie auch traurig. Aber so ist das Leben, ne?
Guten Morgen aus Manila. So, letzter Tag in Manila. Hab jetzt gerade ausgecheckt. Hab jetzt auch noch den ganzen Nachmittag, weil ich erst um 22 Uhr nach Cebu fliege. Und ja, jetzt guckt euch das alle nochmal genau an. Ich zeige euch noch ein bisschen was. Und dann gehen wir heute Abend zum Flughafen, dann fliegen wir nach Cebu und dann sehen wir wieder eine neue Stadt. Und das ist doch voll interesting, oder? Verkehr ohne Ende. Also nicht wirklich das, was ich mag. Oh, aber das ist Manila. Das ist ein Jeepney. So sehen die Teile aus. Das sind so Sammeltaxis. Die fahren hier durch die Gegend. Kannst du einsteigen, mitfahren. Seil dran. Hier, da. Seht ihr die? Die habe ich gar nicht gesehen. Die Seile sind von da oben runter gespannt. Und die hängen da einfach in der Luft. Im Putzfenster. Und dann müsst ihr euch noch überlegen, bei 35 Grad im Schatten. Also brutal heiß. Mal kleine Kinder gehabt. Und früher waren wir immer, wenn wir was Schönes kaufen wollten für die Kinder, Spielzeug und so ein Zeug, sind wir zu Toys R Us gegangen. Toys R Us, Leute. Gibt's das in Deutschland noch? Irgendwie habe ich keine kleinen Kinder mehr und ich habe nur noch Smith oder was weiß ich was gesehen. Könnt ihr einmal in die Kommentare schreiben, interessiert mich. Also ich kenne in Deutschland kein Toys R Us mehr. Also, ich bin jetzt hier noch in Manila, mache mich jetzt auf den Weg zum Flughafen, habe jetzt hier noch einen leckeren Kaffee getrunken. Das gehört zu meinem Hotel dazu, da kann man nebenbei hier sitzen, arbeiten, Kaffee trinken. Da geht es auch noch nach oben, da oben sind auch noch Räume ohne Ende mit Stromanschluss und drin. Das ist echt schön hier, MyStay GBC Hotel. Und ja, jetzt fahre ich halt zum Flughafen, habe mir einen Grab bestellt. Kommt gleich. Und dann würde ich sagen, melde ich mich vom Flughafen nochmal. Ich bin jetzt relativ früh dran. Es ist jetzt um die 5 Uhr rum, 5 PM. Und mein Flug geht erst um 10 PM. Und ja, hängen da noch so ein bisschen rum. Vielleicht mache ich noch ein bisschen was am Rechner. Auf jeden Fall bin ich rechtzeitig da. Und das war's eigentlich. Das war's von Manila. So, wie sieht's aus? Flughafen. Jetzt angekommen, Terminal 1, alles neu. Und flieg jetzt nach Cebu. Hab noch eine ganze Menge Zeit. Deswegen gehe ich jetzt mal hoch zum Food Court, Shopping Area. Gönnen wir noch was Kleines zu essen. Und dann gammel ich hier so ein bisschen rum, bis dann nach Cebu geht. Der Airport hier, also was heißt das Terminal, ist Terminal 1, ist absolut neu und echt schön, falls es euch interessiert, mich schon.